أستغفر الله إن الله ذو كرم ورحمة للذي قد تاب من زلال. Er der Duchul Mesjid ila Dulur Shams. Und jetzt sagt er, er geht jetzt ein auf das gute Benehmen von dem Moment, wo man die Moschee betritt, bis die Sonne aufgeht. Das ist dann der nächste Tagesabschnitt. Und sagt, فَإِذَرَاتَ دُخُولَ الْمَسْجِدْ فَقَدْتِمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَ وَقُلْ. Wenn du jetzt in die Moschee hineingehst, dann beginn mit deinem rechten Fuß, also geh mit deinem rechten Fuß zuerst. Wir haben das schon mal erwähnt, dass dieses rechter Fuß und linker Fuß, es geht nicht um die rechte Seite oder um die linke Seite an sich, sondern es geht um die Wachsamkeit, es geht um diese Beziehung, dass alles im Leben in Verbindung sein soll mit der Offenbarung und dass der Mensch in jeder Sekunde wachsam sein soll und diese körperlichen Feinheiten schärfen das Bewusstsein und schärfen die Wachsamkeit im Menschen. Genau, und jetzt, also wenn du das machst, geh mit deinem rechten Fuß zu, also wenn du in die Moschee gehst, geh mit deinem rechten Fuß zuerst und sprich: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim, Allahumma ghfir li dhunubi wa aftah li abwaaba rahmatik. Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann bittest du ihn, verzeih mir meine Sünden und öffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit. Also ich betrete die Tür der Moschee. Und mit dieser Tür der Moschee ist Rahma verbunden. Ja? Und ich bitte beim Betreten dieser Tür der Barmherzigkeit, bitte ich darum, dass Allah mir alle Türen der Barmherzigkeit öffnet. Und wenn du jemanden siehst in der Moschee, der dort Handel treibt, dann sag, Allah möge dir keinen Erfolg in deinem Handel geben. Und wenn du weiter aeta fi man yanshutu fi dalatin faqul la radda Allahu alayka dalatak. Und wenn du jemanden siehst, der irgendwas verloren hat, in einer Moschee ausruft nach dem, was er also nach irgendeinem verlorenen Tier oder nach einem Tier, das ihm weggelaufen ist oder was auch immer, dann sprich, möge Allah dir dein Tier nicht zurückbringen oder dein verlorenes Gut nicht zurückbringen. Kadhalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen. Das klingt natürlich komisch, warum macht man das? Man macht einen Dua-Satz gegen einen Menschen, der jetzt Handel treibt. Allahu alim, ich glaube, es geht darum, dass er sieht, dass jemand, der jetzt in der Moschee ist, einen wesentlich größeren und besseren und schöneren Handel haben könnte, als Geld zu verdienen. Nämlich er könnte sich mit dem beschäftigen, wofür die Moschee eigentlich da ist. Ja? Und er macht es aber nicht, sondern wendet sich in der Moschee der Dunya zu und wendet sich in der Moschee dem zu, dass er verloren hat und so weiter. Und schadet sich selbst damit. Wenn ich jetzt Dua für ihn machen würde, und also er macht jetzt, er, anstatt zu beten zum Beispiel, verkauft er etwas. Und verzichtet damit auf was Größeres. Wenn ich jetzt Dua für ihn mache und er macht sozusagen gutes Geschäft damit, dann wird es wieder machen und wieder, und es wird sozusagen, es wird Schule machen. Es werden andere Leute sehen, in der Moschee kann man gut Geld verdienen. Und so ist es sowohl in seinem Nutzen als auch im allgemeinen Nutzen, dass er in solchen Situationen kein Geschäft macht. Wir sprechen jetzt von der Zeit des Gebets. Wir sind jetzt am Morgen und die Leute kommen zum Frühgebet. Aber jedenfalls, was ich meine, ist, dass manchmal es ist nicht immer gut für Menschen, in der Dunya etwas zu verdienen, in der Dunya sozusagen etwas zu bekommen, was er wünscht, und sozusagen einen weltlichen Gewinn zu haben und damit auf einen anderen Gewinn zu verzichten. Und so ist das Dua vielleicht zu verstehen. فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّ رَكَعَتَيْ التَّحِيَّة. Also wenn du jetzt in die Moschee hineingehst, dann setz dich nicht hin, bevor du deine zwei Rakat, also die Begrüßungsrakat für die Moschee gemacht hast. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ صَلَيْتَ فِي بَيْتِكَ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ
Also, und wenn du jetzt noch zu Hause deine zwei Sunna-Gebete nicht gebetet hast und sie jetzt in der Moschee betest, dann sind die gleichzeitig ein, also sind sie gleichzeitig ein Ersatz oder ein ausreichend als Begrüßungsrakat für die Masjid. Ja, das ist hier das Prinzip der mehrfachen Absicht in Sunna-Handlungen, also in freiwilligen Handlungen. Also ich kann in die Moschee gehen und fünf verschiedene Gebete in einem Gebet beabsichtigen, solange es nicht um ein Pflichtgebet geht. Also ich kann beabsichtigen, ich bete jetzt Tahiyyat den Masjid und das Sunna von Fajr und Istikhara und Salat al-Hajj und was auch immer in einem Gebet, wenn es nicht um ein Pflichtgebet geht. فَإِتَفَرَغْتَ مِنَ رَكَعَتَيْنِ فَانْوِ الْإِعْتِكَافَ. Und wenn du jetzt fertig bist mit diesen zwei Rakats, dann mach die Absicht für Etikaf. Okay? Und hier ist natürlich, hier spricht natürlich wieder ein Schafi'i. Bei den Schafi'iten ist Etikaf, also dieses Verweilen in der Moschee, hat keine Mindestdauer. Das heißt, auch wenn ich 5 Minuten in der Moschee bin, kann ich beabsichtigen, Etikaf zu machen. Während bei den Hanafiten gibt es bestimmte Mindestdauer und andere Bedingungen. Die Regeln für Etikaf in der hanafitischen Rechtsschule sind wesentlich strenger als in der schafitischen Rechtsschule. Jedenfalls hier ist es, hier sagt er, wenn du mit Sunna-Gebet fertig bist, mache Absicht für Etikaf. In Damaskus sieht man sehr viele Moscheen, man kommt in die Moschee rein und dann steht so über der Tür so Schilder, Inni al-Etikaf hat den Masjid mehr dumm zu viel. Also, es ist eine Erinnerung für die Leute, die reingehen. Ich beabsichtige, Etikaf in dieser Moschee zu machen, solange ich in dieser Moschee verweile. Und das ist sozusagen eine schafiitische Erinnerung an die Leute, die in die Moschee gehen. Vergiss nicht, eine Nier zu machen, Etikaf zu machen in der Moschee. Gut. Fadu bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'da rakat'i al-fajr. Und jetzt widme dich, nachdem du jetzt deine Sunna-Gebete verrichtet hast, widme dich den Duas, die aus der Sunna bekannt sind, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Es ist so, dass Imam Ghazali jetzt sehr relativ lange Duas, also dass er relativ lange die Duas beschreibt, die in der Sunna überliefert sind. Diese Duas findet man in zahlreichen, also in diesen Gebetsbüchern, Aurat, in der Khulasa und so weiter. In verschiedenen Büchern findet man die Duas auf Arabisch oder natürlich auch in dem Originaltext. Ich werde es jetzt nicht wörtlich übersetzen, weil Duas wörtlich zu übersetzen ist sehr schwer, ich werde es sinngemäß übersetzen. Interessanterweise in dieser alten Übersetzung des Buches, die wir gefunden haben, ist der ganze Teil hier ausgelassen. Es sind 2-3 Seiten, die einfach fehlen. Das ist ein Punkt, 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 sehr unauffällig. Und er hat die ganzen Duas einfach nicht übersetzt. Aber inshallah. Also jetzt, er gibt uns jetzt eine er gibt jetzt die Duas wieder oder legt die Duas dar, die in der Sunna überliefert sind, zwischen dem Sunna-Gebet und dem Fard-Gebet von Subah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talumu biha sha'fi wa taruddu biha al-ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha shahidi wa tuzakki biha 'amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulaqqini biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Also man bittet Allah um eine man bittet Allah um Barmherzigkeit, und zwar eine Barmherzigkeit, die einem das Leben in Dunya und Achara korrigieren und verbessern und die einen retten vor Strafe und den sozusagen beim Herr, also den Gutes in dieser Welt, in der nächsten Welt schenken. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashshiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadikan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayhi wa raddini bima qasamtahu li. Also ich bitte dich um einen festen, dauerhaften Glauben und eine Gewissheit, eine ehrliche Gewissheit, die mich dazu bringt, dass ich weiß, dass mich nichts betreffen wird, außer das, was du für mich geschrieben hast. Und mach mich mit dem zufrieden. Allahumma atini imanan sadikan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr
Warahmatan anaalu biha sharafa karamatik fi dunya wal akhirah. Und wieder, also er bittet wieder um einen ehrlichen Glauben, um einen Yaqin, um eine Gewissheit, der niemals eine Art von Kufr folgt. Und eine Barmherzigkeit, mit der, die sozusagen Grund ist für die, für gut, für Wohltaten in dieser Welt und in der nächsten. Allahumma inni as'aluka sabra inda al-qada wal-fawza inda al-liqa wa manazil al-shuhada wa aish al-su'ada wa nasr ala al-ada wa marafaqat al-anbiya. Ich bitte dich um Geduld im Schicksal in Anführungszeichen und um einen ehrenvollen Sieg, wenn ich dich treffe, und um die Stellung der Shuhada und um das Leben derjenigen Menschen, die glücklich sind, denen du Glück beschieden hast, und den Sieg gegen die Feinde und die Gesellschaft der Propheten. Was wir hier sehen, hat Sheikh Ratib an-Nabulsi sehr, sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, wenn du zu einem König kommst und der König sagt dir, mein Diener wünscht dir aus meinem Königreich, was du willst. Verlange, was du willst, und ich werde es dir geben. Und dann überlegst du und sagst du, einen Bleistift bitte. Dann ist dieses Verhalten wieder dumm, oder? Und so sagt Sheikh Ratib, gesagt, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, bittet mich und ich werde euch geben. Bittet mich und ich werde euch geben. Verlang Großes. Gebt dich nicht zufrieden mit Kleinigkeiten. Und diese Duas hier zeigen uns, wie wir große Dinge verlangen. Und wie wir große Dinge verlangen dürfen. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'afa ra'i wa kasura amali wa iftakarta ila rahmatik wa fa'as'aluka ya qadi al-umur wa ya shafi' al-sudur kama tujiru bain al-buhur an tujirani min a'zab al-sa'ir wa min da'awati al-thubur wa min fitnat al-kubur. Also hier bietet hier um eine Barmherzigkeit, die mich schützt und trennt vor der Strafe des Feuers und vor der Fitne des Grabes. Allahumma wa ma qasru anhu ra'i wa da'afa bihi amali wa lam tablughu niyati aw umniyati fi min khairin wa'atu ahadun min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilayka fi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Also hier bitte um all das, was du den Besten deiner Diener gibst. Also wenn du weißt, Allah gibt den Besten seiner Diener Großes und Gutes, bitte ihn darum. Allahumma ij'alna hadina muhtadin, ghayra dalina wa la mudillin, harban li'adaik, wa silman li awliyaik, nuhibbu bi hubbika an-nas, wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Hier ist die Bitte darum, dass Allah uns zu denen macht, die recht geleitet sind und die andere recht leiten. Und die weder in die Irre gehen, noch andere in die Irre führen. Und die denen feindschaftlich gegenüberstehen, denen Allah feindschaftlich gegenüberstehen, also den Feinden alles feindschaftlich gegenüberstehen. Und die friedlich sind mit denen, die nahe zu Allah sind. Und dass wir durch die Liebe Allahs die Menschen lieben. Und denen feindschaftlich gegenüberstehen, die ihnen entgegenstehen. Allahumma hada du'a wa alayka al-ijaba wa hada al-juhd wa alayka al-tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ya dhal habli shadid wal amr rashid as'aluka al-amna yawm al-wa'id wal jannata yawm al-khulud mal muqarrabin ash-shuhud wal ruk'i as-sujud al-mufina bil-uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid subhanalladhi ta'attafa bil-'izzi wa qala bih subhanalladhi labisa al-majda wa takarrama bih سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. Also hier, sinnvollen Duas geht hier so weiter, aber und hier kommen dann Formen von Tesbih, die sehr, sehr, also von Lob für Allah, die sehr, sehr schwer zu übersetzen sind. Wichtig ist, dass wir verbinden, es gibt immer Dinge, die miteinander verbunden werden, und zwar die Bitte um Gutes
Bitte um Schutz vor dem Schlechten, Lob und Preis für Allah und Segenswünsche auf den Propheten. Das ist immer das ist die Kombination von Dua, die uns empfohlen ist und die sinnvoll ist. Allah mich alle nuran fi kalbi, wa nuran fi kabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sha'ri, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi idami, wa nuran min bain yadei, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Hier ist, ja Allah, mache mir Licht in meinem Herzen und Licht in meinem Grab und Licht in meinem Gehörsinn und Licht in meinem Sehsinn und Licht in meinen Haaren und Licht in meiner Haut und Licht in meinem Fleisch und Licht in meinem Blut und Licht in meinen Knochen und Licht von vorne und Licht von hinten und Licht von rechts und Licht von links und Licht von oben und Licht von unten. Allahumma zidni nura wa atini nuran waj'alni nuran. Ja Allah, gib mir mehr Licht, also ja, gib mir Licht und schenk mir noch mehr Licht und mach mir, also, schenk mir Licht oder mach mir Licht. Und wenn du jetzt fertig, verrate mir eine Dua, und wenn du jetzt fertig bist mit diesem Dua, falat ashtaghil ila ada'il farida illa bi dhikri lada tasbih wa qirat al-Quran. Und wenn du jetzt fertig bist mit diesem Duas, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der Zeit zwischen Sunna-Gebet und Fard-Gebet. Und haben all diese Duas gesprochen. Ja? Und wenn du jetzt fertig bist mit diesen Duas, dann mach nichts anderes, als dich zu beschäftigen mit entweder Dhikr, Allah zu gedenken, oder Tasbih, Allah zu loben, oder Koran zu lesen. Beschäftige dich mit nichts anderem. فَإِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ فَاقْطَعْ مَا أَنْتَ فِيهِ وَاشْتَغِلْ بِجَوَابِ الْمُؤَذِّنِ. Und wenn du jetzt den Adhan hörst, währenddessen, dann unterbrich das, was du machst, und beschäftige dich damit, den Ruf des Muezzins zu wiederholen. Und wenn er sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann sag das, was er sagt, und eben in allen anderen Wörtern, die der Muezzin spricht, sprich sie nach. وَإِذَا قَالَ حَيَّ لَلصَّلَاةِ حَيَّ لِلْفَلَاحِ فَقُلْ فِيهِمَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Also wenn er sagt, حَيَّ لِلصَّلَاةِ حَيَّ لِلْفَلَاحِ, sagst du, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Es gibt keine Kraft und keine Macht außer bei Allah, dem Hohen und dem Gewaltigen. وَإِذَا قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَقُلْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. Und wenn er sagt, das Gebet ist besser als der Schlaf, dann sagt, du hast die Wahrheit gesprochen. فَإِنْ سَمِعْتَ الْإِقَامَ فَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ. Also wenn du den Iqama hörst, dann sag auch, was er sagt. إِلَّا فِي قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ. Außer wenn er sagt, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, das Gebet ist bereit. فَقُلْ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Also möge es Allah aufrechterhalten und beständig sein lassen, solange Himmel und Erde bestehen. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ جَوَابِ الْمُؤَذِّنِ فَقُلْ. Und wenn du jetzt fertig bist mit dem Wiederholen des Adhans, dann sag, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'aik wa idbari leilik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam al-wasilat wal-fadilat wa darajat al-rafi'a wa ab'athu min al-maqam al-mahmud aladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Also ich bitte dich, jetzt wo das Gebet bereit ist und die Stimmen des Duas da sind und die Nacht zu Ende geht und ein neuer Tag kommt, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wasila und Wasila und Fadila schenkst und die erhöhte Stufe schenkst und ihn da auf dem Maqam Mahmud, das auf den lobenswerten Rang erhebst, den du ihm versprochen hast, denn du brichst kein Versprechen und machst es durch deine Barmherzigkeit.